Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft. So, ich starte gleich die Folge. So, Delit. Ja, ihr habt ja gerade schon in der letzten Folge, habt ihr ja schon gesehen, dass ich hier etwas vorhabe. Ich werde mich mal schnell schlafen legen. Das hier möchte ich nämlich auch noch umbauen. Denn ich möchte natürlich auch einen Lagerbereich machen. Ne, für mich als gelernte Lageristin brauche ich unbedingt ein Lager, das ist klar. So, das mache ich nämlich jetzt auch mal auf. Den Rest lassen wir so. Wir könnten das auch um eins kürzen, aber ne, das sollten wir. Haben wir noch Gas? Ich glaube nicht. Da verbrennen schön feuchtfröhlich die ganzen Zombies, die gerade noch hier draußen waren. Ich gehe mal kurz nach da unten und hole uns noch eine Ladung Steine. Ich laufe gerade dezent in die falsche Richtung. Wir werden irgendwann das Haus weitermachen. Da ist ein Creeper bloß weg. Verpiss dich. Wir müssen in unser kleine... Wow! Habe ich so weit hintergebaut? Ernsthaft? Okay. Naja, gut. Was ich tatsächlich machen wollen würde, ist, dass ich eben unter dem Haus ein Lager anlegen werde. Das dann natürlich für uns einige Rohstoffe lagern kann. Deswegen habe ich gerade so viele Kisten gemacht. Ich müsste auch mal ein bisschen was umlagern. Tatsächlich Lebensmittel zu Lebensmittel zum Beispiel und Seeds zu Seeds packen und so weiter. Das ist so mein Vorhaben, das ich noch habe. Ne? Schweine, Zäune und Tralala anlegen, werden wir alles noch nach und nach machen. Aber das kann sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Kann auch tatsächlich sein, dass ich zwischendrin das Let's Play mal unterbrechen werde und auf was anderes umsteige, bis das Spiel dann vorbei ist. Was ist hier jetzt los? Habe ich wieder mal... Habe ich das Inventar voll? Ich habe einen Undersit-Stack. Der ist noch nicht voll, der Stein-Stack. Ich muss so ein bisschen was auspacken hier. Geht so nicht. Dim. So, das ist unser kleines Versteckeli. So. Der Baum ist jetzt auch gewachsen. Das ist gut, aber noch... reicht uns das so? Deswegen hätte ich jetzt gerne hier eigentlich in die Tiefe gebaut. Und zwar ist das auf der Höhe. Nein. Auf der Höhe. Moment. Das ist diese Reihe hier. Nur um mir das mal zu markieren kurz. Dann weiß ich nämlich, wo ich hinbauen muss. Gut. Wenn ich dann hier runter baue, ist die Frage immer, wie tief. Deswegen sollte ich eigentlich in die Richtung eigentlich als erster bauen. So. Gut. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Kann mir das nochmal jemand sagen? Manchmal ist mein Hirn nicht gerade das Beste. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Ich hätte das tatsächlich gerne gemacht. Ich will schon wieder alles auf einmal anfangen. Das ist voll schlimm. Ich werde jetzt erstmal hier irgendwo... Pass mal auf. Will doch nicht. Nein, hau ab! Scheiße, Pfeile, verpiss dich. So. Der kann da mal kurz liegen bleiben. Weil ich möchte nämlich mein Bett nämlich mal kurz nach oben packen. Und zwar würde ich das tun, was ich gerne tun wollen täte. Mir ist übrigens eingefallen, dass die Dinger aufgefallen, das letzte Mal, dass die hier nicht auf der gleichen Höhe sind. So, ich werde hier tatsächlich auch noch
kurz eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar werde ich erstmal mein Bettchen hier aufbauen. Ne? Mein Bettchen muss hier so hin. Ich würde es. Nein, mal da hinstellen. So, dann muss ich nämlich tatsächlich. Scheiße, erstmal Glas machen. Sonst kriege ich es nicht mehr zu. Dann lasse ich es jetzt erstmal so, weil ich habe nämlich hier was vor. Vielleicht lasse ich es auch die ganze Zeit so. So, jetzt pass mal auf. Die Pfeile kommen jetzt erstmal hier rein. Die Blumen darf auch hier rein. Das Weizenzeug darf auch hier dazu. Essen, tralala. Weil ich möchte hier jetzt erstmal kurz die Kisten tatsächlich hier aufbauen. Ja, dann habe ich eine. Obwohl, pack die mal hier so hin. So. Dann packen wir die andere drüber. Ach, kann man doch stecken. Okay, Entschuldigung. So, dann haben wir zwei. Und eine dritte geht da nicht mehr dran. Weil ich jetzt nicht mehr drauf ein... Die muss ich woanders hinstellen. Die können wir oben daneben stellen. So, jetzt haben wir hier zwei Kisten. Die stellen wir oben neben das Bett. Und hier muss immer so eine Kiste hin. Das ist normal. So. So, Kiste. Und dann können wir hier jetzt endlich mal ein bisschen was einsortieren. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das brauche ich auch. Okay, ich kann hier gar nichts aussortieren. Ich brauche gar nichts mehr aussortieren. So, ja, gut, dann sortieren wir halt nicht aus. Ich brauche aber hier noch mehr Platz im Inventar. Weißt du was? Lass die scheiß Schere da. Die brauche ich jetzt tatsächlich echt nicht. Die packe ich jetzt mal da rein. Die Stecken. Nein, brauche ich auch nicht. Essen habe ich genug. So, was ist hier noch drinnen? Nix. Was ist hier? Hier ist sowieso nichts. Was ist denn hier? Haben wir hier noch Sand? Nee, Sand haben wir auch nicht. Okay. So. Dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen Dingenskirchens holen. Ach, ich habe schon wieder die falsche Richtung. Ach. Muss ich mir tatsächlich auch noch merken, wo ich da hin muss. Da können wir tatsächlich mit. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen Dungeon, den wir uns angelegt haben. Mal das hier. Da ist Eisen! Ich mach das einfach mal raus und hier kommt Eisen zum Vorschein. Ach, ist das geil. So, und wie tief geht das rein? Machen wir doch einfach mal. Das ist doch genial, oder? Da ist Erde. Ich glaube, das war's schon wieder. Mach das doch auch gleich raus. Unser kleines Steinlager oder Steinsammeldingens. Keine Ahnung, wie wir das nennen können. Diesen Dungeon, tralala. Und nein, ich werde hier definitiv... Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde das jetzt tatsächlich machen, was ich jetzt erst als erster vorhatte. Nicht nur den. So, ich habe keinen Stack übersehen. Nein, okay. Ich werde jetzt tatsächlich darüber gehen. Wo habe ich das mit der Fackel markiert? Hier habe ich. Pam, ist ja klar, dass ich da runterklatsche. Ach komm. So. Vielleicht. Nein, Kohle. Ich halte es nicht aus. Man muss einfach mal in alle Ecken und Richtungen buddeln, um auch Dinge zu finden, ne? Da unten ist auch noch... Oh Gott, hier ist überall Kohle. Wie geil. Gott, wie geil. Ich muss im Dungeon. Scheiß muss ich. So. Die Kohle da drüben brauche ich auch. Brauche ich auch. So. Pass mal auf. Wir sind von hier gekommen. Jetzt muss ich das mit dem Andesit aber zumachen. So. Hä?
wieso hat sich das jetzt... Scheiße. Komm, einen Stein nutzen wir. Einfach nur, weil wir es können. Und machen das zu. Wir picken hier sowieso gleich wieder alles raus. Und ich buddel jetzt, bis ich irgendwie unter dem Haus vorkomme. So. 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 Ich buddel jetzt einfach mal random. Müssten wir unter dem Haus sein. Sollte eigentlich weit genug sein, tatsächlich. Werden wir jetzt gleich mal testen, indem wir einfach... Es ist schon wieder dunkel. Ich glaub's jetzt echt nicht, oder? Schnell das dunkel wird. Aber ganz ehrlich, das mache ich jetzt noch. Ich hoffe, ich bin weit genug. Ich bin weit genug nach hinten gelaufen. Tatsache. Geil. Cool. Stein. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ich werde hier nur kurz machen, damit dann jemand reinkommt. Ich sehe ja, wo es ist. Geil. Okay, dann hätten wir doch das schon mal. Und da ist so ein Strichermännchen. Der hat mich nicht erwischt. Und dann werden wir tatsächlich mal schlafen gehen. Ich kann nicht schlafen. Toll. Ist ja wieder Monsterparty. Monsterparty. Hey, so viele sind doch gar nicht. Hey, ach komm, da hatte ich aber schon mal geschlafen. So wenig, hey. Aber wir müssen so viel machen. Da hinten sind Spinnen, das kleine Strichermännchen. Da unten ist noch ein Strichermännchen. Ah, da ist Peng Peng. Und ach komm, ey, leck mich doch am Arsch. Das kann nicht wahr sein jetzt, oder? Das gibt es doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das geht jetzt nicht ganz. Habe ich jetzt gerade... Zufälligerweise stecken habe ich jetzt gerade nicht so an. Aber jetzt. So, da ich nicht schlafen kann, mache ich mir jetzt, versuche ich mir jetzt mal. Ein Rezept, das ich mir merken konnte. Ey, geil. Jetzt mache ich mir mal 12. Ob die reichen, das weiß ich nicht. Die müsste ich mir von unten her machen. Ich hatte das. Wie hatte ich denn das? Das hatte ich so. Kommt drauf an, in welche Richtung ich ausbaue. Hm. Ich würde das gern von unten her machen. Kann ich es riskieren? Ah, da ist ein Creeper. Bin. Zombie. Okay, vergiss es. Bis ich da drin bin. Bis ich da drin bin. Nice Stricher wieder. Komm, das gibt es nicht. Lass mich doch schlafen. Himmelarsch. Ja, jetzt geht's. Ach komm, das kann doch jetzt aber echt nicht sein, oder? Das gibt es nicht. So, jetzt machen wir da weiter. So, jetzt warten wir, bis die ganzen Tralalas da unten verkokelt sind. Kokelchen brennt da hinten. Noch irgendwo ein Creepy. Da hinten sind 2 Stück. Und ansonsten brennen sie alle. Hat der Schweinchen getötet? Oh. Hau ab. Haha.
Hat er ein Schweinchen getötet? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Und dann schauen wir, wo wir von oben runterkommen. Das muss ja gleich hier irgendwo sein. Ja, das muss ja gleich hier irgendwo sein. Hier ist es. Das ist... Moment. Ich hätte die... Wunderbar. Cool. Coole Sache. Dann werde ich ab hier... anfangen, den Keller auszubauen, ne? Ich weiß, ich bin manchmal ziemlich schweigsam, aber das liegt einfach daran, wenn ich mich konzentriere, dann passiert das immer unter anderem. Immer wieder mal. Mir auch ganz doll sorry zwischendrin machen. Zwischendrin. So. Also falls sich jemand fragt, wie viele Folgen ich hier machen werde, fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal random drauf losspielen. Wir haben hier natürlich einiges, das wir machen müssen. Ne, das Haus ist ja schließlich auch noch nicht fertig. Der Weg wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Und von daher würde ich einfach mal sagen, es ist tatsächlich offen, sage ich mal. Es ist definitiv offen, wie viele Folgen ich mache. Hoppa. Habe ich noch Holz dabei? Oh, tatsächlich. Dann aus, was auch immer. Lass mich mal kurz ein bisschen was ablegen. Leder zum Beispiel brauche ich nicht mehr. Kohle ist gut, dass ich da wieder was habe. Die packe ich gleich hier mit rein. Und dann schmelzen wir auch gleich die da ein und dann machen wir uns als nächstes erstmal eine Rüstung, eine Hose und dann sind wir von der Rüstung her komplett. Passt das schon. Denn anders kann ich rausnehmen. Und dann brauche ich unbedingt noch was zu essen. Muss ein bisschen was fangen, jagen gehen. Das kokelt hier von alleine vor sich hin. Die ist eigentlich relativ voll. Ich brauche Sand. Ich muss so viel machen. Wir könnten ja mal random bei dem Weg weitermachen. Solange es noch hell ist. Sieht raus. Stein, Stein, Stein. Das ist Erde, das ist okay. Das Holz lasse ich jetzt mal kurz hier. Und dann schaue ich mal weiter. Und nein, ich werde um das Haus rum keinen Weg machen, sondern ich möchte den Weg tatsächlich erst hier so anfangen. Kann sein, ich baue ihn hier noch durch. Das gucke ich dann. Aber sobald ich mich vom Haus entferne, möchte ich einfach einen Weg haben, wo ich mich dran orientieren kann, in welche Richtung ich gelaufen bin, meine ich. Ne? Ach, Steinstufen wollte ich noch machen. Mist, verfluchte. So, dann machen wir hier mal weiter. Ich fange wieder an. 20 Ecken gleichzeitig an. Ich weiß das sehr wohl. Aber ich mache es einfach jetzt mal so, weil ich wüsste nicht, wie ich es sonst machen soll.
Mir war jetzt wichtig, dass der Keller angefangen ist. Da muss ich dann noch die Türen reinpacken. Und von daher, jetzt habe ich hier schon wieder Seeds, die ich nicht brauche. So. Gut. Wenn wir den Weg machen, werden wir eine ganze Weile unterwegs sein. Und wir werden ganz viel Stein brauchen. Und für den Keller brauchen wir auch noch Stein. So. Meine Schaufel ist gleich down. Pass mal auf. Ich kann auch. Sag mal, laufe ich in die richtige Richtung? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen in die Richtung halten. Das heißt, ich mache hier jetzt eine Kurve. Da. So. Ach. Nein. Das muss da tatsächlich wieder hin. Soll eine Kurve geben. So. Oh, dann kommt alles selber rein, ne? So, passt soweit. Dann muss ich nämlich hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das sind jetzt zwar mehr wie 19, aber das ist erstmal wurscht. So, das gibt nämlich dann einen Weg in die Richtung hier so. Hier ist noch Erde. Weil dann laufen wir nämlich hier rüber. Und hier hoch. Gucken, wie weit ich dann da noch in die Kurve gehe. Jetzt habe ich schon wieder weggemacht. So. Ich glaube, dann ist das okay so. Dann machen wir hier. Gut, dass es dann so in die Richtung weitergeht. Wunderbärchen. Manchmal versuche ich es recht schnell zu machen und dann bleibe ich immer an allen Ecken und Kanten hängen. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, aber was kann man tun? Ich versuche schnell zu spielen. Manchmal ist es ein bisschen verkehrt, dass ich das so mache. Das weiß ich selber, aber ich gebe mir halt eben Mühe. Ich versuche mir Mühe zu geben. Was manchmal kläglich scheitert, ganz ehrlich. So, jetzt haben wir, wie gesagt, hier so eine kleine Kurve. Laufen wir in die Richtung an den Bäumen vorbei. Und es wird dunkel. Schon wieder. Aber das machen wir jetzt auch schon soweit fertig. So. Da ist der Sonnenuntergang. Der ganz arg schön ist.
So, und dann gucken wir, dass wir schnell nach Hause kommen. Bevor uns die Monster dran kriegen. Ist okay. Wo laufe ich hin? Okay, Entschuldigung. So, das passt doch tatsächlich zum Folgenende hin. Das wird dann alles noch schön gemacht, so ist es nicht. So. Schauen wir mal, dass er da noch... Ah, packt das nicht. Manchmal ist es einfach so. So. Da verfolgt mich doch glatt ein Creeper. Oder bin ich doof? Nee, tatsächlich. So. Was ich jetzt allerdings machen wollen würde, kurz, noch bevor ich mich schlafen lege, ich gehe in die Türen hin. Ich habe, glaube ich, nur noch eine. Hier ist noch eine. Pack mal die Erde weg. Ist tatsächlich nicht hier. Gehst du bitte nach unten? Dann ist hier zu. Und wir können hier in Ruhe weiterarbeiten, ohne dass hier irgendwo irgendwelche Monster reinkommen. Machen wir doch gleich mal. Vielleicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir noch Eisen. Da liegt schon wieder Eisen. So, da finden wir nebenbei noch gleich ein paar Ressourcen. Das ist doch gar nicht so schlecht, ne? Wie groß ich den Keller mache, weiß ich noch nicht. Das sehen wir ja dann. Ich brauche auf jeden Fall ein paar einfach nur Ressourcen und Sachen. Hole ich mir noch kurz das Eisen hier raus. Hier. 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 Wo war noch? Kurz das rausnehmen. Wunderbar. Ach, das noch mehr auch. Gott. Ich will mich nicht beschweren, ja, aber... Gut. Moment, pack mal das Andesit hier rein. Weil das brauche ich tatsächlich nicht. Noch mehr davon? Nee. Dann packe ich Erde da rein. Erde. Oh, scheiße. Hab ich eingebaut. So, jetzt. So, naja, zu ist zu, ne? Wunderbar. So. Heute drehen auch meine Augen mal nicht so, das ist genial. Hier muss ich noch eine Fallding machen. Hoppa, geht zu, rein. Dann packen wir das Eisen tatsächlich hier gleich noch mit rein. Nur ist es hier. Ich habe nur 7. Ist nicht ganz so viel. So, und bevor ich hier jetzt mega Überlänge habe, werde ich den ganzen Spaß hier jetzt erstmal beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.